Nichts mehr weg von hier! Alle Mühe, all meine Zähne, im Blut der Voice Kugeln erstickt. Der König und eine alte Regierung sind geflohen. Und nach Dresden sind schon die Preußen im Marsch gesetzt. Kutscher, schnell! Hier hält mich nichts mehr! Somit schien es mir darauf anzukommen, den in Dresden noch verbliebenen sächsischen Truppen die Wichtigkeit ihrer Haltung beizubringen. Und so brachte ich den Drucker des Röckischen Volksblattes dazu, all seine Typen zu verwenden, in großen Lettern die Worte zu drucken: Seid ihr mit uns gegen fremde Truppen? Unzählige Male ging ich ins Zentrum der Stadt, um nichts dieser bewegten Zeit zu verpassen. Und als ich Semper sah, der sich schon wieder einmal über den misslichen Zustand meiner Karten aufregte, wies ich ihn an, sein Wissen doch den militärischen Kommissionen der neuen Regierung zur Verfügung zu stellen. Alles in allem waren wir alle der Meinung, dass es eine friedliche, parlamentarische Lösung für ganz Deutschland geben könne. Allein die Geschichte belehrte uns eines Besseren.